Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wundert euch auf jeden Fall nicht über diese andere Kulisse. Wir renovieren gerade das Wohnzimmer, wobei, wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon fertig. Aber da ich ja konstant Videos produzieren möchte, nehme ich das jetzt hier aus der Küche auf, weil das so wirklich der einzige Raum mit dem Schlafzimmer ist, wo wir noch hin können. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um einen Adalia, und zwar um einen, ja, sehr beliebten Adalia, und zwar um den Chewing Cool Wood. Chewing Cool Wood klingt erstmal komisch, man kann sich nichts drunter vorstellen, passt aber aktuell super gut zur Weihnachtszeit. Das Ganze ist nämlich Zimt und Kaugummi. Wer das jetzt schon mal so ein bisschen in Verbindung bringt, wird wahrscheinlich drauf kommen, dass es da ja auch Kaugummis zu kaufen gibt, und zwar Big Red Kaugummis. Und genau dem soll das Ganze nachempfunden sein. Es soll also Big Red Kaugummi sein. Wir gucken mal heute, wie der Tabak so ist, ob er den Kaugummis nahe kommt. Und damit fangen wir an mit den Grunddaten vom Tabak. Ihr bezahlt hier 16,90 Euro für 200 Gramm Tabak. Und dann kauft ihr für 1,49 Euro wieder diesen Shot hier dazu. Den Chewing Gum Cinnamon Shot. Wobei, Adalia und Aquamenta stellt ja jetzt dieses Shot-System um auf keinen Shot mehr. Ich weiß nicht, ob das bei Adalia auch für alle Sorten gilt. Vielleicht braucht ihr dann den Shot nicht mehr. Den tut ihr wieder hier rein, knetet den um, wie auch immer. Ich verlinke euch hier oben auf jeden Fall das Video zum Adalia Shot-System. Ich lasse das Ganze immer über Nacht einziehen. Der ist jetzt bei mir auch schon 3 Wochen oder so eingezogen. Also der müsste auf jeden Fall eingezogen sein. Wir riechen an der Dose. Und das ist Zimt in deine Fresse. Wirklich voll in die Fresse Zimt. Also wirklich, als wenn ihr an so einer Zimtstange riecht. Genauso. Und auf jeden Fall eine Kaugumminote mit drin. Und was noch mitschwingt, ist so eine leichte Kühle, so eine ganz, ganz leichte Frische. Im Verhältnis würde ich sagen, ungefähr 40% Zimt, 50 Kaugummi und 10% Frische. Die Frische sticht ein bisschen in den Augen, also sie ist schon krass, es ist eine Mentholfrische. Aber es riecht auf jeden Fall krass nach Zimt und Kaugummi, genau nach dem, was es sein soll. Schnitt und Feuchtigkeit blende ich euch jetzt hier ein Bild ein. Das Ganze ist Adalia typisch, relativ mittel bis fein geschnitten. Trotz des Shots Molasse perfekt eingezogen. Relativ wenige Ästchen, genauso wie ich mir das wünsche. Im Kopf lässt sich das Ganze relativ gut bauen, außer ihr habt mal ein großes Stückchen dabei, aber das schiebt ihr entweder zur Seite oder ihr nehmt es raus. Kopf war heute im ATH Traverten. Ich blende euch hier wieder ein Bild ein, das Ganze auf Vollkontakt fluffig gebaut. Wir rauchen das heute in der Ocean Kaif in Steel Blue mit Chrome Bowl. Dann würde ich sagen, der Tabak ist jetzt warm. Ich habe hier irgendwie ganz komisch den Schlauch gelegt. Wir entfitzen den mal ein bisschen. So. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einen Zug. Übrigens Lotus 1 drauf. Wie immer 2 Kohlen in der Smokebox, eine auf Kipp. So, nachdem ich hier da Vollkontakt die Durchzugsprobleme kurz behoben habe, indem ich Smokebox gehoben und ein bisschen gedreht habe, nehmen wir jetzt den ersten Zug von Adalia Chewing Cool Wood Zimt Kaugummi. Und ich glaube, rauchtechnisch brauche ich da nicht viel zu sagen. Es wird jetzt nicht ganz so krass aussehen, wie wenn ich das in der Stube vom Aquarium aufnehme, weil ich jetzt hier kein Gegenlicht habe. Aber trotzdem kann ich sagen, das Ganze lässt sich rauchtechnisch auf jeden Fall sehen oder kann sich sehen lassen. Wir nehmen jetzt nochmal einen Zug und dann kommen wir zum Allerwichtigsten, und zwar zum Geschmack. Und ihr merkt das direkt beim Einziehen. Ihr habt eine relativ stechende Kühle, die sticht so ein bisschen hier hinten im Rachenraum. Und dann auf jeden Fall auch direkt beim Einziehen merkt ihr diese brutale Zimtnote, die ist auch so ein bisschen schärflich. Also es ist gewöhnungsbedürftig, würde ich so sagen. Die Frische ist auch nicht durchweg so krass, die ist die ersten 10, 15 Minuten so krass und dann hält die sich im Unterton. Aber ihr habt halt direkt diese leicht schärfliche Zimtnote und schön untermalt von einer
ja, authentischen Kaugumminote und es schmeckt wirklich 1:1 wie Big Red Kaugummis. Also wirklich 1:1, ihr könnt das Ding kauen, diesen Big Red Kaugummi, und an den Tabak ziehen. Ihr werdet kaum einen Unterschied feststellen, außer halt die Mentholnote. Ja, ansonsten, der Big Red Kaugummi verliert ja nach gefühlt dreimal kauen seinen Geschmack. Das ist hier bei dem Tabak auf jeden Fall nicht so. Den könnt ihr locker Stunde, anderthalb Stunde mit vollem Geschmack durchrauchen. Also wenn ihr diese Big Red Kaugummis feiert, dann der Tabak richtig geil. Ich mag die Kaugummis so semi, eben weil sie halt so schnell den Geschmack verlieren. Den Geschmack an sich, der ist schon geil. Wirklich sehr, sehr authentisch der Tabak. Eine schöne Zimtnote, die am Anfang leicht scharf ist. Die Schärfe lässt dann auch nach einer Zeit nach. Nach so 5-6 Zügen ist die eigentlich weg. Und dann habt ihr halt wirklich eine sehr, sehr klare Zimtnote mit, ja, einer Kaugumminote. Also genauso wie Adalia das beschreibt. Ob der Tabak jetzt für jedermann ist, würde ich bezweifeln. Einfach weil Zimt ist ja ein relativ außergewöhnlicher Flavor, weil es ist halt ein Gewürz. Aber ja, er ist relativ lecker. Ich finde, er ist auf jeden Fall probierwürdig. Und gerade jetzt so zur Winterzeit, zur Weihnachtszeit passt Zimt natürlich auch. Ja, also von daher passt er jetzt genau in diese Zeit rein. Und durch diese frische Note würde ich den aber sogar im Sommer rauchen. Nicht jeden Tag, bei einer Hitze von 35 Grad brauche ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag Zimt. Aber mal ab und zu geht er auf jeden Fall klar. Das war's auch schon wieder von mir. Kurzes Fazit noch hinterher. Feiert ihr die Big Red Kaugummis, feiert ihr den Tabak, ganz einfach. So sieht's aus. Ja, und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MyShish.